Und willkommen, Resident Evil Freunde. Sluxy spielt weiter. XDR. Ja. In der Kanalisation. Es müsste jetzt gleich noch ein kleiner Einspieler kommen. Boah, endlich mal raus aus der Seuche. Hey! Zwei blaue Kräuter. Nicht schlecht. Hey da, komm mit. Das ist immer so ein kleines Anzeichen. Wenn blaue Kräuter da sind, gibt es Spinnen in der Nähe. Aber erstmal ein Safe Room. Lustig ist auch der Schrank hier. Zur Seite geschoben. It's a door to the warehouse. Will you open? Na klar. Ab ins Lager. So. Ich gehe da mal eben runter. Hier ist es sehr dunkel. Ein Alcohol Lamp. Plenty of fuel. Also so eine Öllampe. Die machen wir mal eben an. Hahaha. Und schon blitzt es. Magnum Bullets. Geil. So wie es aussieht, muss ich kombinieren. So. Auf der Rückseite haben wir natürlich noch eine Öllampe. Halt. Licht gemacht. Ah, hier versteckt sich noch Schrotflintenmunition. Es geht voran. Das war's im Warehouse. Munition 30 Stück. Nicht schlecht. Also hier wird man sehr gut versorgt. Ja, ein Fax. Gut. Also wie im letzten Video schon erwähnt, ihr könnt ja Pause drücken. Das in aller Ruhe durchlesen. Was haben wir denn hier? Qualität vom Wasser wird hier überwacht. Okay, lass mich. Oh, Ada im Weg. Frau. Dich lege ich ab. Oh, halt, nee. Die Magnum Bullets auch. Und die Magnum Sel. Was ich benötige, ist das Rad. Ja, ich lege das blaue Kraut auch mal ab. Ich hoffe nicht, dass mich eine Spinne trifft. Richtig, hier hinten geht's runter. Gibt's hier noch was? Geil. Ja, das lege ich jetzt aber auch ab. Wer weiß, wie viel Platz ich da unten brauche. Boah. Energietechnisch bestens versorgt. Wer ist das? Ada! Leon, that woman was... I have to talk to her. Scheiße, Leon hat's erwischt. Ah. Wir steuern jetzt wieder Ada. Was ist denn hier eigentlich? Nee, der Aufzug funktioniert schon mal nicht.
So, jetzt haben wir auch die Mappe hier von der Anlage. Hinterher. Da sind schon mal Einschusslöcher an der Wand. Boah, krass. Ach du Scheiße. Schnell weg hier. Hier drin sieht's ja aus, ey. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. William Birkin? What? Den Namen haben wir John's dead. Gelesen. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the T-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... precisely... my husband, William. And it's all Umbrella's fault. Ach du Scheiße. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Jetzt gibt's den Einspieler. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry. But I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh, my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing?
So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Too bad. Ja, Leute, jetzt haben wir mal ein bisschen Hintergrundstory erfahren. Jetzt wissen wir auch, dass dieses Monster mit dem Augenarm, nenne ich es mal, William Birkin ist. Der Frau von der Professorin, die wir gerade eben runtergeschlagen haben. Nichts Interessantes. Okay. Ja, mit Ada kann ich halt nichts einsammeln. Ja, er hat sich selbst den Virus injiziert. Also er wusste, es geht bergab. Wo zum Geier? Ja, hier muss ich runter. So, jetzt machen wir wieder mit Leon weiter. Natürlich in der ganzen Kanal-Scheiße. Na toll. Den Ventilator kann ich nicht hochklettern, der ist aktiv. Aber hier hinten. Das Gemetzel der Soldaten war. Shotgun Shells. Und ganz wichtig, die Wolf Medaille. Komm, ich habe so viel Schrotflinten-Muni. Da hauen wir mal ein bisschen auf den Putz. Ah, du Bastard. Hast mich natürlich mit deiner Giftkotze angeschissen. Na los, komm runter. Penis. Alter, wie viel haltet ihr Ratten denn aus? Das ist ja jetzt nicht wahr. Vergiss es, Junge. Die eine Spinne ist tot. So, die zweite habe ich auch vom Himmel geholt. Scheiße, haben die mich sofort vergiftet, die Schweine.